Guten Abend, Sir. Heute ist der 12. Januar 2048. Es ist 18:26 Uhr. Was? Wie spät ist es? Sie haben 17 Stunden geschlafen, Sir. Wieso hast du mich nicht geweckt? Tracy und James kommen bestimmt bald zurück. Sie hatten mich gebeten, Sie nicht zu stören. Jetzt hilft mir wenigstens, hier Ordnung zu machen. Sie haben neue Cloud-Messages. Hey Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Mittlerweile bei Part 5 von Let's Play State of Mind. Wir haben hier einen Sprung gemacht vom letzten Part zu diesem hier. Nämlich sind wir jetzt wieder Richard und Simon soll das hier aufheben. Und wir haben eine Cloud-Message bekommen von Cloud Call Frank, öffentlich Chefredakteur The Voice Berlin. Dein Boss lebt in Berlin. Okay. Hi Richard, bist du da? Okay, du willst gerade nicht mit mir sprechen, kann ich verstehen. Ist nur so, deine Kolumne für das Editing. Kann ich damit heute noch rechnen? Sonst kann Troy das auch erstmal machen. Na gut, dann. Ja, bis morgen. Und hey, das wird schon alles. Okay, scheint ein netter Mensch zu sein. Der Frank. Gut, dann untersuchen. Potenziell gefangen wäre, okay. Wie sind diese Glasscheiben entstanden? Das habe ich noch nicht so richtig mitbekommen. Was ist mit dem Cleaner? Schon wieder kaputt? Soll ich die Scherben? Dafür ist der Cleaner da. Wo ist das verfluchte Ding? Okay, den haben wir schon gesehen. Der Reinigungsspot ist schon defekt. Dieses Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß. Was ist denn jetzt mit dem Cleaner? Lass mal sehen. Da steckt was im Filter. Oh Gott. Wo kommt diese Karte denn jetzt her? Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Warum hat sie die überhaupt noch? Wo bleiben sie denn? Sie müssten doch längst zurück sein. Wie spät ist es jetzt? 20:30 Uhr. Verdammt. Wo steckt sie? Vielleicht könnten Sie Ihre Eltern anrufen. Ah, Jennifer ist online. Okay. Hey, Jenny. Richard, Gott sei Dank. Steve hat mir erzählt, dass du im Krankenhaus warst. Ist alles in Ordnung? Geht so. Ein Unfall. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Hör mal, Jenny. Ist Tracy bei dir? Nein. Wieso? Sie hat gesagt, sie fährt mit James zu ihren Eltern. Sie wollte eigentlich längst zurück sein. Aha, also hier ist sie nicht. Ich habe seit Tagen nichts von ihr gehört. Hast du mal versucht, bei ihren Eltern anzurufen? Ich wollte erst mal mit dir reden, bevor ich mich mit Herman rumschlage. Du weißt ja, wie er ist. Hat Tracy irgendwas zu dir gesagt in den letzten Wochen? Hat sie... Ich meine, hat sie dir irgendwas erzählt, das ich wissen sollte? Nein. Komm schon, Jenny. Ich weiß, ihr seid Freundinnen. Aber ich mache mir Sorgen. Naja... Sie hat natürlich gesagt, dass es nicht so toll läuft zwischen euch. Aha. Aber das sagt sie schon lange. Und das weißt du ja sicher auch selbst. Ah. Will sie sich von mir trennen? Hat sie das gesagt? Hat sie? Mein Gott, Jennifer. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Sie glaubt, dass du eine Affäre hast. Sie will sich also von mir trennen. Ich weiß es nicht, Richard. Hast du denn eine Affäre? Nein. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich muss Schluss machen, Jenny. Grüße an Steve. Bis später. Das war mal alles ziemlich gelogen. Ja, du hast nämlich eine Affäre mit Lydia. Leute, ja. Okay, halt, nein, wie war das nochmal? Inventar. Ah, Kurtz Holographic Scanning Labs Inc. Matt Walker. Mhm. Oh, 9. Januar 2048. Ah. Okay. Das ist, glaube ich, erst ein paar Tage her, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Irgendwas mit Januar stand am Anfang der Szene. Okay. Ja gut, dann werden wir wohl Herman anrufen müssen. Tracys Vater. Richards Schwiegervater, Moment mal. Wer ist Jennifer? Ist das nur ihre Freundin? Liebt das gute alte Kino. Modusfreund, ja, okay. Notizen. Ah, das war das hier. Diese wirren Notizen. Cloud Hub. Benutzen. Kolumne schreiben, verlassen. Schreiben wir mal die Kolumne. Einleitung auswählen. Ich habe mein ganzes Leben ohne Bot gelebt. 4 Jahrzehnte. Als Kind habe ich den Spielzeugroboter eines Freundes zertrümmert. Ein schlechtes Gewissen hatte ich nicht. Was wusste ich schon vom Turing-Test? Ironisch, ernst, ironisch. Ah. Sie möchten wissen, ob ich meinen Bot zertrümmern möchte? Ich verstehe die Frage nicht. Fragen Sie ihn, nicht mich. Er hat den Turing-Test bestanden. Warum um alles in der Welt sollte ich ihn zertrümmern wollen? Hm, da gefällt mir das fast besser. Immer ernst und ironisch. Warum erzähle ich Ihnen das? Diese Woche ist ein Bot in mein Leben getreten. Ein ganz normaler Vorgang eigentlich, wenn auch gegen meinen Willen. Jetzt ist er hier und mir wird klar, wie viel er weiß. Aber ich sträube mich dagegen, ihn etwas zu fragen. Er ist zu menschlich, um ihn zu ignorieren, aber nicht menschlich genug, um ihm zu vertrauen. Das gefällt mir gut. Nochmal sehe ich Ihnen das, ohne unsere Bots wären wir aufgeschmissen. Seien wir ehrlich, wir würden die Geburtstage unserer Kinder vergessen. Ich besitze auch einen Bot und er weiß einfach alles. Er schlägt mich in Schach, wenn ich es ihm erlaube. Er spricht Japanisch, er erinnert mich an meinen ersten Kuss. Warum sollte ich so tun, als wäre ich ein guter Mensch? Dieser Bot ist ja viel besser als ich. Nee, ich würde auch ernst nehmen, das gefällt mir besser. Vom Stil her. Okay. Im Grunde finde ich es hilfreich, einen Bot um mich zu haben. Seine Anwesenheit macht mir klar, was ich nicht will. Im Ernst, wir sollten den Bots und ihren Erbauern dankbar sein. Sie ermahnen uns besser, als es irgendeine Menschenrechtserklärung, dass wir uns unseren eigenen Menschlichkeit wieder bewusst werden müssen. Schön. Du hältst dich für besonders clever? Für außergewöhnlich interessant? Interessiert mich nicht. Erzähl's meinem Bot und falls du zu beschäftigt bist, schick deinen eigenen Bot und lass die beiden es unter sich ausmachen, während wir uns aus dem Weg gehen. Lustig, aber ich finde ernst besser. Grußformel? Ihr Richard Nolan. Ironisch, herzlichst ihr stolzer Besitzer eines intelligenten Roboters. Das hier. Whisky trinken, veröffentlichen. Na, ich veröffentliche einfach mal ohne Whisky. So, Frank. Richard hat einen Artikel geschrieben, der seinem Boss gefällt. Das gefällt mir wiederum. Gut. Gut, Simon. Vielleicht könnten Sie Ihre Eltern anrufen. Visitenkarte. Irgendeine Ahnung, was es mit dieser Karte auf sich hat? Nein, Sir. Stimmt etwas nicht damit? Tracy hat nichts darüber gesagt? Nein, Sir. Vielleicht könnten Sie Ihre Eltern anrufen. Okay. Ja, aber ich hätte es ganz gerne, dass du nicht zuhörst, Simon. Wenn Richard so ein Bot-Hasser ist, dann würde er jetzt wahrscheinlich ja auch wollen, dass er hier sich mal... Ah, was können wir denn hier machen? Kalibrierungsschlüssel. Okay. Sonne. Gut, dann würde ich mal schauen, ob ich... Tracys Eltern, da oben sind sie, ja. Richard. Guten Abend, Herman. Du, es passt gerade ganz schlecht. Ich weiß. Es passt ja immer schlecht. Ich wollte nur wissen, ob Tracy noch bei euch ist. Tracy? Nein. Okay. Wann ist sie losgefahren? Sie war nicht hier, Richard. Heute nicht, die ganze Woche nicht. Vorwurfsvoll verwirrt. Aber wieso hat sie denn erzählt? Weißt du, Richard, vielleicht hat sie endlich den Absprung geschafft. Da würdest du dich aber freuen. Naja, wenn du mich fragst, hätte sie schon viel früher gehen sollen. Sie verdient was Besseres als dich. Sie war also nicht bei euch. Vielleicht ist ihr was passiert. Ist dir das egal? Richard, ich kenne meine Tochter. Der geht's gut. Und wenn sie dich endlich los ist, geht's ihr noch viel besser. Vielleicht sollte ich doch eher bissig antworten auf ihn. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, nö, das ist der soll in seinem, wie soll man sagen, in seiner Bitterkeit ersticken, Achselzucken. Na gut, schönen Abend noch. Ich rufe jetzt MediCentral an. Blöder Hund. Okay. Ich, nochmal, hat sie wirklich nichts gesagt? Ich rufe jetzt die Krankenhäuser an. Okay. MediCentral. MediCentral, Sie sprechen mit Bot 34521. Eine Personensuche. Verstanden. Nennen Sie bitte Namen, Vornamen und Alter der Person, nach der Sie suchen. Nolan, Tracy, Alter 39. Nolan, James, Alter 7. Verstanden. Bitte warten Sie. Ihre Suchanfrage hat keine Treffer ergeben. Die gesuchten Personen befinden sich nicht in stationärer Behandlung. Wie weit reichen die Informationen zurück? Sie benötigen Security Level 2 für eine weiter zurückreichende Anfrage. Okay, danke. Ich danke Ihnen, Sir. Aber ich glaube, er hat uns das nicht gesagt, wie lange das zurückreicht. Okay, oh? Romulus und Remus. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ah, Weltkarte Erde. Achso, ich dachte, das ist die Statue. Nein, das ist die Weltkarte. Aber die Statue ist hübsch. Ich mag die römische Entstehungsgeschichte. Okay. Ja. Hm. Hast du das gehört? Sie ist nicht bei ihren Eltern. Im Krankenhaus ist sie auch nicht. Kannst du mir das erklären? Wo steckt sie? Wo ist mein Sohn? Dazu habe ich keine Informationen. Ihr verdammten Dinger speichert doch sonst auch alles. Ich habe gespeichert, dass Ihre Frau zu ihren Schwiegereltern fahren wollte. Da ist sie aber nicht. Hat Tracy irgendwen getroffen? War jemand hier, als sie gegangen ist? Ein Mann war da. Ein Mann? Wer? Wie hieß er? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Ich will dein Memory-Modul sehen. Mein Memory-Modul darf nur von autorisiertem Servicepersonal der Kurtz Labs eingesehen werden. Red kein Blödsinn. Öffne den Slot. Es tut mir leid, Sir, aber diesen Eingriff darf ich nicht selbst vornehmen. Gut, dann mache ich das. Memory-Modul entfernen. So werden Sie das nicht aufbekommen, Sir. Sie brauchen den Kalibrierungsschlüssel. Der muss hier irgendwo sein. Ehrlich gesagt, das dachte ich mir schon. Jetzt kann ich ihn nehmen. Das muss er sein. Wenn der Kalibrierungsschlüssel dran steht. Memory-Modul entfernen. Eines darfst du niemals aus den Augen verlieren, Adam. Deine wichtigste Aufgabe in dieser Stadt? Ein guter Vater zu sein. John will lernen und wachsen. Du kannst ihm dabei helfen. Jeden Tag. Wer ist Minerva, Leute? Und ich muss auch schon sagen, dass das Entfernen des Memory-Moduls von Richard gerade etwas rüde war. Okay, Henry, dich kann ich so nicht steuern. Mona, mit dir könnte ich reden. Alles andere sieht ähnlich aus wie vorhin. Oder eben beim letzten Mal. Reden wir mit Mona. Mr. Newman, Ihr Sohn ist sofort da. Danke. Dr. Sykes. Hey, alles in Ordnung? Mhm. Bist du fertig hier? Für heute. Morgen Vormittag sehen wir ihn wieder. Selbe Zeit, selber Ort. Sie müssen nichts tun. Unser Klinikservice wird ihn abholen. Gibt es da Schwierigkeiten, Newman? Wieso ging das heute nicht, wenn das morgen geht? Besorgt, unbesorgt. Ja, besorgt. Noch ein Termin? Muss ich mir Sorgen machen? Absolut unnötig. Die Klinik ist verpflichtet, Patienten unter 12 Jahren nach einem belastenden Ereignis noch mindestens eine Woche zu begleiten. In Johns Fall könnten es auch ein paar Tage mehr werden. Also, wir sehen uns morgen, John. Komm, ab nach Hause. Ist das belastende Ereignis den Unfall von Adam? Gute Frage, oder? Wo muss ich jetzt hin? Kann ich nochmal mit Dr. Sykes reden? Entschuldigung. Nee, ich kann ihn nur angucken. Kann ich mit John sprechen? Auch nicht. Okay. Aber wohin müssen wir jetzt? Und? Was bespricht Dr. Sykes mit dir? Gar nichts. Er stellt Fragen. Was für Fragen? Patientengeheimnis. Okay. 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 Ja, dann. Ist da die Nanny jetzt zu Hause und wir können dann in die Arbeit gehen, oder? Da ist Mr. De Palma. Okay, Henry kann ich nicht mehr steuern. Amy ist online. Messagebox. Tante Joan. Adam, ich sehe gerade die Unfallbilder. Unfassbar das alles. Ist der Kontakt von World Union Lawyers angekommen? Du musst unbedingt Klage einreichen. Dir steht Schmerzensgeld zu. Wir denken ganz fest an dich. Erhol dich gut. Unsere Tante ist besorgt um uns und Amy... Adam, wo seid ihr? Kommt ihr nach Hause? Sind gleich da. Perfekt. Dann bis gleich. Das bis gleich kam aber sehr zögerlich. Okay. Stuart ist online. Hive Call. Okay. Ja, dann halt den auch. Ah, okay. Anwalt. Aha. Adam, ich wollte schon stapelweise Arbeit auf dich abladen. Aber Fred behauptet, du musst dich schonen. Was soll ich sagen? Ohne dich klingen meine Independence-Arien eben nur halb so schön. Ich habe einfach nicht dein Talent. Oder ich bin zu klug für diesen Blödsinn. Vermutlich Letzteres. Ja. Jedenfalls kursiert hier jetzt die neueste Newman-Verschwörungstheorie. Warum liegt ein junger Mann für Tage ohne jeden Kratzer im Bett? Was wird da vertuscht, Adam? Plaudern, über Arbeit reden, Gespräch beenden. Plaudern. Lass mich raten. Das kommt von Lehman. Von wem sonst? Und was ist deine Theorie? Hast du einen Zwillingsbruder? Nein. Dann ist meine Theorie falsch. Obwohl, deine Antwort kam ein bisschen zögerlich. Morgen kommst du wieder. Gewaschen und rasiert, verstanden? Verstanden. Ausgezeichnet. Wir sehen uns in der Gegenwart, Mr. Newman. Okay, wer ist Stuart? Ist das der Boss, oder? Texte. Hm. Okay. Ja gut, Leute, dann würde ich aber sagen Magnetbahnstation. Los geht's.